Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Und hier oben stand gerade der Hinweis, ich soll mit Carly reden. Ich weiß nicht warum, aber ich mach's einfach mal. Aber warte mal. Obwohl, ich rede jetzt einfach mal mit ihr. Ich kann ja mit ihr reden. Fernbedienung, was soll sie damit machen? I found this remote in the office, but I'm pretty sure the batteries won't fit. Ah. It needs the big stumpy ones. Yeah, these are no good. Okay. Dann rede ich gerade zu Mama. Ich bin auf der Suche nach Batterien. Thanks. I appreciate it. Ja. Okay, ja. Better get back to it. Yep. Sure. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Okay. Yeah. I will. Mir gefällt nicht, dass sie weiß, was Lee getan hat. Clementine? Hey there. Hi. Hi. Wie geht's deinem Finger? How's your finger, Clem? Good. It doesn't hurt so much anymore. Good. Ausgang. We'll sit tight. Ja. Okay. Dann gehe ich mal wieder hier hinten rein. Ich weiß. Weil da war doch der Stock und damit kommen wir wahrscheinlich an den Ding ran, an den Ziegelstein. Kann ich den Stock überhaupt nehmen? Nee. Ich weiß nicht warum, kann ich wahrscheinlich erst später. Dann geh ich mal raus. Wieder. Finde ich sinnlos, warum ich den nicht jetzt schon nehmen kann. Aber egal. Ich red mal mit ihm. How's he doing? I'm not sure I got your name. It's Lee. Yeah. Lee, my dad's Larry. Interessiert mich nicht. I was just doing what I had to earlier. Everyone was. He didn't have to call me a bitch in front of my people. I don't need that shit. Hab ich schon mit dir geredet? Keine Ahnung. It's hard enough to be in charge of people's lives without some dick cutting you down. Ja, halt mal. I had violence before with my dad. That didn't help. Bla 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 bla. Ja, dann verpiss dich. Der hoffentlich verreckt, der wirklich. Also das ist schon mal richtig Arschlöcher. Oh Mann, warum geht der immer wieder raus aus dem Vornerv-Ding? Kann ich dir irgendwas besorgen? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. Du hast doch gerade was gegessen. Yeah, it wasn't much. I know, Clem. I'll see if I can find something else for you. Ja, wir sollten es so, verkennen. Are you okay? What? I'm fine. I just I'm good. Yeah. That's good. Und wie geht's dir? Yeah, I think so. Being good is good. Oh god. Despite the circumstances. Yep. Was will dazu? Let me know if you need anything. Okay. Nochmal mit dir. Hey there. Hi. So, you ready to head out? You got it. You? Yeah. Let's go. Wohin denn? Hä? Hab ich was verpasst? Hä? Get down. What? Und warum gehen wir jetzt dahin? Keine Ahnung. Verstehe nicht. Did you see that? Sure did. Zieh mal drauf, Liebe. Be ready to shoot. Guys. Hey. Wer bist du nochmal? Jesus, Glenn. Glenn, ja. Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trap Mann. Up there. Oh. No way. We gotta go now. Listen, I was out here looking for gas, and then up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. Oh. We talked, and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me.
And I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. Huh. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her. With or without you. Think about if it was you. Yeah. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Hoffentlich ist es nicht so eine Witch wie bei Left 4 Dead. Da sehe ich doch schon was Schönes, eine Axt. Könnte mir gefallen. Okay, this is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up. So we have to kill every one of them in here. Okay. Quietly. Noise attracts these things. Let's have a look around. Yeah. Was zum ein Kissen? Nehme ich mal mit, ne? Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind. Ja, gehen wir einfach mal weiter, ne? Oh. Mir gefällt das hier nicht. Ein Schraubentier. I think I found a pretty damn good way to stop these guys quietly. Now we just have to get it quietly. Ja. Ja. Da müssen wir irgendwie reinkommen. Ich weiß aber schon, was wir hier machen können. Get out your gun. But the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. Nein, halt die Fresse. That was sick. Schmatz, schmatz, schmatz. Ja. Machen wir mal die Tür auf hier. Gang wechseln. Und dann Rückwärtsgang rein. Und jetzt Zündkerze. You should hold on to that. Get them in handy. Ja. Gehen wir nochmal zurück. Aber ich hätte jetzt doch gerne den Schraubenzieher. Vielleicht kann ich die Scheibe einfach einschlagen. Mal einschlagen. Geht nicht. Let's see those ninja rocks. Ninja what now? Was? You picked up that spark plug to shatter that window, right? What the hell are you talking about? Heh. Let me see the spark plug. Yeah. Porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. Okay. Das... Voll leise, ne? Das hört sich aber nicht an wie ein Mädchen. Zack. That could scramble a brain pretty good. That's exactly what I was thinking. Tun wir jetzt mal erst um den, weil den können wir im Auto platt machen. So, weg. Tschüss. Ah. Schmatz, schmatz, schmatz. Und du verreckst auch. I'll wait for him to get closer. Ja, ja, ja. Verreck! Nicht ins Herz, du Vollidiot. Okay, dann schieben wir das Auto mal in seine Fresse rein. Oh, wird mir stinkt, meine ich, Kugel. Du bist aber hübsch. Lalalala.
Oh, ist er nicht putzig, wie er versucht, mich umzubringen. Dude, where'd your weapon go? Into that ice pig-sized hole. Oh, shit. Fuck. It's cool. Yeah. Now we've got this. Ha. Are you two done? Noch nie. Oh, yeah. Two more. That should help. Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay, we'll be right behind you. Oh yeah. Jetzt gibt's Axtmörder-Action. Aber hier beende ich die Folge.